Meine Damen und Herren, Sie hören gleich die Szene und Arie des Grafen Almaviva, Hai già vinta la causa, aus der Oper Le nozze di Figaro von Wolfgang Amadeus Mozart. Graf Almaviva ist in die Zofe seiner Gattin, Susanna, verschossen und hat mit ihr ein Rendezvous verabredet. Doch rein zufällig belauscht er ein Gespräch, dem er entnimmt, dass ihm eine Falle gestellt werden soll. In seiner Arie lässt er seiner Eifersucht und seiner Wut vollen Lauf, ist sich aber sicher, dass er am Ende triumphieren wird. Das Bemerkenswerte ist, wie Mozart hier die Erwartungshaltung des Publikums unterläuft, denn eigentlich sollte ja in dieser Oper der Diener gegen den Herrn rebellieren. Was passiert aber? Der Herr empört sich und verliert völlig seine Kontenance und ist eifersüchtig auf den Diener, der es besser haben soll als er. Sie hören Samuel Dale Johnson, Bariton im Ensemble der Deutschen Oper Berlin seit 2016 und hier in Rollen wie dem Escamillo in Carmen oder auch der Titelpartie in Mozarts Don Giovanni zu erleben. Am Klavier wird er begleitet von Tilman Wild. Hai già vinta la causa, cosa sento? In quella gioia parea. Pervi, io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la sentenza sarà. Maniera. E poi vi Antonio che all'incognito Figaro ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto. Tutto giovane raggiro. Già la
la speranza sola e le vendette mie quest'anima consola e giubilar mi fa e giubilar mi fa ah, che lasciarti in pace non può quel suo contento tu non nascesti in pace per dare a me tormento e forse ancora per ridere di mia infelicità già la speranza sola e le vendette mie quest'anima consola e giubilar mi fa e giubilar e giubilar mi fa e giubilar